Willkommen zurück, liebe Leute, zu Spider-Man Edge of Time, Shadow Dimension, Web of Shadows, woo, Leute, genau, ich habe ja so viel Spider-Man Games schon gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin überhaupt. Willkommen zurück, wir machen jetzt weiter, beim letzten Mal hatten wir ja den kuriosen Gaia-Wettkampf, nein, den Gaia-Bosskampf, natürlich. Und, ich glaube, hier muss ich hoch, oder? Kann das sein? Hier muss ich hin. Yo, yo, yo. Zu der Alten wieder. Hey, Spider-Man. Hab gehört, dass Kingpin noch ein paar geheime Dachverstecke für seine kleinen Helferlein hat. Ich weiß. Mein Lieblingsschurkenrentner hat's mir verraten. War eine wilde Nacht. Hab gehört, dass die Polizei in Überfällen, ungeklärten medizinischen Notfällen und Ausgeflippten untergeht. Hey, das hier ist New York. Stimmt. Aber das klingt, als wäre es mehr. Ich halte die Augen nach wirklich schrägen Sachen offen. Ich halte ein Auge offen nach dir. Tu das. In der Zwischenzeit bereite ich Kingpins kleiner Show mal ein Ende. Viel Spaß dabei. Hab ich immer. Leute, was ist mit der los? Was ist mit der los? Warum ist die so heiß um unseren Spider-Man? Boah, perfekt gejumpt. Woo! Und das Teil da eingesammelt. Wie viel brauche ich eigentlich bis zum nächsten Level? Wow, wow, wow. 86. Boah. Hilfe! Ich glaube, ich werde immer noch verfolgt. Whee! Alter, da kommt schon die nächsten. Oh Gott. So, weg hier, weg hier, weg hier. Ich will doch nur dorthin. Da war mein Ziel. Nein, Spider-Man! Oh, Leute. So, jetzt. Versteck spielen. Geh zu Kingpins Sammelplatz. Ihr Typ. Hilfe! Boah, Mist! Oh, Spider-Man! Oh Gott! Ich kann nicht. Jetzt geht es. Boah, Leute, ohne Scheiß, Alter. Die Kamera, die gibt mir wieder mal den Rest hier. Aber ich mach das schön. Die Nachbarn haben sich beschwert. Die Party ist beendet. Die anderen Hüter haben sich über den Kopf beschwert. Nettes Pad. Sind die Waffen serienmäßig? Hi, hier werden wir rausgeschmissen. Ist das ein Crashpad? Kapiert? Renn, Spider-Man! Renn, renn, renn! Was war das denn für ein geiler Move jetzt? Was wollen die eigentlich? Was wollen die eigentlich von mir? Okay, okay, okay. Wow, Leute, die scheiß Kamera. Ey, wenn die Kamera nicht wäre, das ist eigentlich ein richtig geiles Spider-Man-Spiel. Gefällt mir bisher richtig gut. Aber die Kamera kommt ja direkt echt aus der Hölle, wa?
So, jetzt die letzten beiden noch hier. Okay. Hi, ihr werdet rausgeschmissen. What the fuck? Dieser hier. Das ist schlecht, wirklich schlecht. Was ist das? Boah, wow. Das hätte so geil sein können, der Move. Wirklich schlecht. Hoho! Boah, Spidey, du geile Sau. Das ergibt keinen Sinn. Hat das jetzt nicht geklappt? Ja, das ergibt keinen Sinn. Wie viel kommen denn hier noch? Was wollt ihr alle von mir? Boah, der war geil. Hat er den eiskalt umgebracht? Halt! Sofort weg von diesen Leuten, Mister! Hey, diese Verrückten haben mich angegriffen. Das sind offensichtlich keine normalen Menschen. Ah, die ganze Welt ist verrückt geworden. Was zur Hölle? Der hat den Eis... Hä? Leute, weil wir jetzt böse gespielt haben? Spider-Man wird doch niemals... normale Zivilisten, die jetzt mal ein bisschen durchdrehen, weiß der Geier warum, vielleicht durch die Dingens hier, durch die, wie heißen die jetzt schon wieder, na, durch diese in Parasitenanzug-Dinger, was wir auch haben, das hat bestimmt die übernommen oder sowas. Ihr wisst schon, was ich meine, mein Gott, die doch nicht eiskalt runterwerfen, bestimmt nur, weil wir auf böse spielen, oder? Kann das sein? Könnte sein, egal. Aber normalerweise wird er dich doch nicht einfach eiskalt umbringen. Er hat die einfach eiskalt umgebracht. Spider-Man! Junge, wer bist du? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Okay, so. Ruhig bleiben jetzt. Oh, jetzt schon wieder zurück zu ihr, ey. Ach, Leute. Wow, das ist so geil, ey. Spider-Man 3 war ja auch richtig geil, eigentlich, das Spiel. Oder hat jemand von euch Spider-Man 3 gezockt? Ja, oder? Ich hab's damals, glaube ich, auch nicht durchgezockt. Aber da war das Schwingen auch sehr geil, hat richtig Bock gemacht. Hui! Ja, die Flieger sind in der Nähe. Egal. Das ist so geil, wenn er sich so nach vorne schwingt und so eine Schraube macht. Mal gucken, ob ich das nochmal machen kann. Jetzt springt er nochmal. Jetzt macht er es natürlich nicht. Vorführeffekt.
hoch muss ich. Na, jetzt hast du es geschafft. Was denn? Die Bullen sind hinter dir her. Sind sie? Weswegen? Leute vom Dach werfen? Die New Yorker Polizei findet sowas nicht lustig. Ich hab niemanden vom Dach. Oh je. Oh je, was? Was hast du getan? Sie haben mich angegriffen. Ich denke, vielleicht... Und du bist nicht weggelaufen? Ich konnte nicht. Ich wollte verstehen... Warum jemand so Süßes und Liebenswertes wie du jemals angegriffen würde? Der Frage könnte man ruhig mal nachgehen. Ich bin für Millionen ein Idol, weißt du? Halt einfach den Ball flach, okay? Und hör auf, Leute von Dächern zu werfen. Diese Leute haben Kräfte, die den meinen etwas zu sehr ähneln. Ich muss herausfinden, ob es noch mehr von diesen Leuten gibt. Ich werde mich auch mal umsehen. Triff dich hier wieder mit mir. Woran denkst du gerade? Ach, nur daran, wie gut uns Schwarz steht. Es gefällt dir? Oh ja, sehr gut. Dies ist mehr als nur ein Anzug. Und, was sagt deine Freundin MJ dazu? Die will mit dem Anzug nichts zu tun haben. Ihr Problem. Mir ist es egal, wie und warum dein Anzug sich schwarz färbt. Wirklich? Schwarz ist das neue Blau-Rot, Spinne. Nur weiter so. Wenn ich gewusst hätte, wie gut das ankommt, hätte ich mir schon vor Jahren einen neuen Schneider gesucht. Diese Stadt wird uns gehören. Wart's nur ab. Alles klar. Also doch wegen dem, weil wir böse spielen, oder? Deswegen, er kriegt es ja gar nicht mit. Oder der wird langsam vom... wahrscheinlich soll das einfach so darstellen, dass er langsam vom Anzug übernommen wird. Seine Sinne und so weiter. Kann ich richtig mitbekommen, dass er ein paar Leute einfach umgebracht hat. Der hat den Eiskern weggeworfen. Wieso Dreck? Wieso, wenn ich jetzt im 10. Stockwerk wohnen würde, würde ich auch einfach meine Mülltüten aus dem Fenster werfen, weißt du? Eiskalt halt so, weißt du? Spaß. Das wird man natürlich nie machen. Was muss ich denn jetzt machen, sag mal? Sind die hier unten oder sind die oben auf dem Dach? Symbionten, genau. Was ist das denn für ein Move? Geil. Genau, Symbionten meinte ich natürlich. Oh, ich muss 5 Gruppen ausschalten. Oh Gott. Hallo? Wo seid ihr denn jetzt? Ich höre euch krabbeln, ich höre euch krabbeln. Bam. Lady, Lady, bitte Abstand halten, Abstand halten. Sind die jetzt hier unten? Die sind oben, glaube ich, wieder. Ne, an der Wand sogar. Ey, ey, ey! Okay, das war Gruppe Nummer 3. Auf zu Gruppe Nummer 4.
Man kann nicht normal da einfach raufspringen. Also jetzt habe ich nämlich nichts gedrückt und er springt trotzdem. Aber man kann nicht normal einfach springen. Ist unfassbar, ja. So, jetzt kommt her hier. Ich mache euch einfach eiskalt platt, ey. Okay, eine Gruppe noch. Das ist die letzte. Oh mein Gott, Spider-Man, tun Sie etwas, bitte. Da oben sind sie. Oh Gott, ich will doch nur da ganz normal raufspringen. Einer lebt noch. Yeah. Okay. Zurück zu Black Cat. Das wollen wir uns noch anders Gespräch, denn dann würde ich sagen, ach, die ist hier schon oben, hier oben, hier oben. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für diesen Part. Mrs. Black Cat, hallo, wo sind Sie denn? Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich habe viel Seltsames gehört über Hell's Kitchen. Klingt nach mehr von den Leuten, nach denen du gesucht hast. Ich bin auf dem Weg. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Alles klar. Na gut, wie gesagt. Ich wusste nicht, wie sich die Sachen entwickelten. Was, wenn sich das, was zwischen mir und Bannon passiert ist, ausbreitet? Vielleicht waren die Symbionten überall. Vielleicht war es meine Schuld. Nein, es war Venoms Schuld. Doch ich musste herausfinden, was passierte. Wie der plötzlich auch redet, so auf Möchtegern, Bösewicht. Jo, Leute, ich bin's, euer Sorgnis. Willkommen zurück zu Spider-Man. Shatter Damage. Ich sag schon wieder Shatter Damage. Ich bin so blöde einfach. Weiß nicht. Keine Ahnung. Gut, Leute, wie gesagt, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und Bewertungen. Und dann schaltet beim nächsten Mal ein. Ich kann noch ein bisschen schneller reden, wenn ihr möchtet. Nein, Spaß. Leute, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss!